wa? Ja. Einen schönen guten Abend zum heutigen Abendvortrag zum Thema Alpenschneehase. Un cordiale benvenuto a questa conferenza serale sull'argomento della lepre bianca. I progressivi cambiamenti climatici portano, come sappiamo tutti, cambiamenti per quasi ognuno di noi, così anche per la fauna selvatica e così anche per la lepre bianca e la lepre comune. La lepre bianca è limitata nella sua distribuzione nel habitat alpino, subalpino, e invece la lepre comune riesce anche a causa dei progressivi cambiamenti climatici di spostarsi sempre di più e facilmente nell'ambiente, nel habitat della lepre bianca. Was passiert, wenn infolge vom Klimawandel plötzlich der Feldhase weiter nach oben vordringen kann, wo eigentlich der Schneehase lebt? Genau diese Frage, dieser Frage gehen viele Studien nach, so auch jetzt oder seit einiger Zeit in Südtirol. Und in Zusammenarbeit mit den veterinärmedizinischen Abteilung, also mit der Veterinärmedizinischen Universität von Wien, wurden eben genau diese Folgen oder werden diese Folgen vom Klimawandel untersucht. Was passiert, wenn beide Hasen, also Feldhase und Schneehase, jetzt gemeinsam in Gebieten vorkommen? Was passiert mit diesen beiden Arten in solchen Gebieten? Begrüßen möchte ich recht herzlich unsere beiden Vortragenden, also unsere Referenten. Einmal Simon Schwindbacher. Er ist Wildbiologe und auch Forstwirt, und er hat im Rahmen von seinem Masterstudium sich hauptsächlich oder mit dem Schneehasen beschäftigt. Thomas Clementi, un libero professionista, sempre o spesso per l'ufficio caccia e pesca della provincia autonoma di Bolzano, e svolge da tantissimi anni ricerca sulla fauna selvatica in Alto Adige. Per cui do adesso a voi la parola und Ihnen wünsche ich einen sehr interessanten Vortrag. Der Vortrag findet in zwei Sprachen statt. Es beginnt Thomas Clementi in Italienisch und danach Simon Schwindbacher in Deutsch. Danke, Petra. Allora, buonasera a tutti, benvenuti. E vediamo un po', appunto, si è sentita fortemente la necessità di fare uno studio, di realizzare uno studio sulla lepre bianca in Alto Adige proprio per la scarsità delle conoscenze. È una specie quindi cacciabile, per cui è stato necessario anche chiarire o cercare di capire se è possibile monitorare o quantificare quello che possa essere la popolazione in Alto Adige. E per farlo è stato un'idea, un lavoro coordinato dall'Ufficio Caccia e Pesca della provincia di Bolzano e finanziato con i fondi derivanti dalle compensazioni ambientali delle centrali idroelettriche. Adesso non stiamo a spiegare in dettaglio che cosa questo significhi. Comunque è stato coordinato l'Ufficio Caccia e Pesca, le indagini genetiche, come ha detto prima Petra, sono state eseguite dal Dipartimento di Biologia ed Evoluzione dell'Università di Medicina Veterinaria di Vienna. Il personale che ha eseguito poi materialmente le indagini, le ricerche, la raccolta dei dati è stato personale dell'Ufficio Caccia e Pesca, dell'Associazione Pescatori e della Riserva di Caccia di Sarentino. Hanno collaborato anche volontari come cacciatori. Allora, vediamo un po' innanzitutto qualcosa, anche se ci limitiamo alla biologia della lepre variabile, evitiamo di affrontarla in maniera esaustiva, ma vediamo qual è la distribuzione a livello europeo. Noi vediamo in nero la distribuzione della lepre variabile o lepre bianca, quindi occupa tutto il nord Europa e l'Eurasia, nord dell'Eurasia, e in grigio chiaro l'areale distributivo della lepre comune, Lepus europaeus, e vediamo come nelle areali ci siano degli areali che sono, diciamo, sovrapposti, quindi dove le due specie sono in simpatria.
Questo succede sulle Alpi, ma succede anche sui Pirenei, sui Carpazi, sui Balcani, sulle principali catene montuose. Quindi la lepre bianca, durante l'ultima glaciazione del Quaternario, è arrivata sulle catene montuose dell'Europa meridionale, dopo, col ritiro dei ghiacciai, è rimasta in quota, diciamo intrappolata anche, quindi delle popolazioni relitte. E ha portato poi appunto questa sovrapposizione di areali anche a fenomeni di ibridazione, ma che poi affronteremo più tardi con più accuratezza. Appunto parlava Petra di cambiamenti climatici, questi sembrano avere un ruolo rilevante sull'introgressione, cioè sull'inquinamento, tra virgolette, di un patrimonio genetico di una specie rispetto all'altra. E le temperature medie più alte, gli inverni più miti senza neve, condizionano sicuramente l'areale della lepre comune che può innalzarsi e portarsi a quote superiori. Poi vedremo in dettaglio che questo è stato accertato molto bene anche con questo lavoro. E sono stati elaborati alcuni modelli di regressione degli habitat da parte di diversi scienziati a livello europeo e questi modelli prevedono in ambito alpino una perdita per la lepre bianca stimabile in 35% al 2100 e a livello europeo una previsione di perdita di habitat per la lepre bianca che possa arrivare al 70% fino al 2080. Sono previsioni, sono modelli, però ci fanno capire che insomma con un riscaldamento generale possa essere plausibile. Veniamo alle finalità, al metodo di indagine. Ha avviato appunto nel febbraio 2017 ha voluto approfondire le conoscenze sulla lepre bianca in diversi territori dell'Alto Adige. E si è cercato di valutare la densità di lepre variabile in diverse aree campione, l'utilizzo del territorio invernale, eventualmente l'individuazione degli home range degli individui, poi una possibile ibridazione con la lepre comune e individuare dei metodi di censimento che possano fornire indicazioni in termini di trend di popolazione per questa specie, che questa è la cosa più importante. Per raggiungere questi obiettivi sono stati condotti dei transetti su aree campione in periodo invernale per valutare la frequenza dell'indice di presenza indiretti del genere Lepus in generale. Quindi abbiamo preso la lepre in generale, abbiamo detto in montagna ci sono entrambe le specie, noi si va sulla neve, si fanno dei transetti, si raccolgono, si segnano le tracce e si raccolgono gli escrementi dell'una e dell'altra e poi mediante analisi genetica degli escrementi si potrà vedere se appartengono all'una o all'altra specie. E infine è stata effettuata anche una attività di cattura che era finalizzata all'applicazione di radiocollari satellitari per definire l'uso dello spazio anche di questi animali. Queste sono state le aree campione selezionate, sono state una in Val d'Ultimo, una in Valle Selva dei Molini e due nelle Alpi Sarentine. Qui abbiamo alcune immagini delle aree campione che scorriamo velocemente e vediamo le caratteristiche di queste aree campione che sono state scelte. Chiaramente le superfici sufficientemente grandi, quindi oltre i 250 ettari, tra i 250 e i 350, e percorribili, pendenze tendenzialmente sotto il 30 gradi, moderate per evitare anche il rischio valanghivo o comunque di eccessiva rocciosità per non mettere in pericolo gli operatori, esposizioni da sud-est a sud-ovest, e le quote sono comprese fra 1600 e 2500 metri, e la vegetazione è quella tipica vegetazione alpina che può cambiare a seconda della stazione fra appunto le peccette subalpine a cui fanno seguito poi alternate con l'arice o pino cembro e poi le fitocenose degli arbusti, quindi in certe stazioni prevalente il mugo, in altre magari il rodoreto, e con le varie vaccinace e in seguito le praterie alpine al di sopra di una certa quota. Come vedete, in questa tabella sono riportati per i diversi anni e per le diverse aree campione un po' la proporzione fra i diversi habitat e vedete come il bosco fra un anno e l'altro possa variare, cioè è stato dato meno
importanza al bosco, quindi le aree campioni sono state sì battute diversi anni, ma anche in maniera diversa. Questo perché? Perché la nevosità incideva sicuramente sulla percorribilità anche e sul fatto di poter trovare le tracce. Quindi se un'annata era scarsa di neve non si poteva andare a cercare le tracce, quindi è stata esclusa quella superficie. Quindi le aree campione sono rimaste le stesse, però sono state poi visitate in maniera diversa. Qui vediamo un po' il raster che è stato applicato alla cartografia delle singole aree per poter permettere di percorrere abbastanza omogeneamente da parte di più operatori l'area, perché le aree molto grandi in cui in questa zona magari si è stati in 5, per cui ogni operatore ha avuto a disposizione una carta della sua zona, dei punti assegnati, dei punti numerati assegnati, che doveva pedissequamente seguire nel percorso. E questi punti, questo raster è di 200 metri, la distanza fra i vari punti numerati è di 200 metri, e questo è stato, diciamo, un esempio di una zona, di un'area campione percorsa da diversi operatori. Come si vedono i diversi colori, sono diverse persone che hanno fatto questo lavoro, ogni punto è stato avvicinato o toccato. E le uscite sono state effettuate appunto almeno 3 giorni dopo una nevicata, perché chiaramente si è voluto cercare le tracce fresche anche di questi animali, perché se si va dopo molto tempo poi le tracce, soprattutto a febbraio, marzo, a inverno inoltrato o vicino alla primavera, le tracce anche si sciolgono, insomma non sono più perfettamente riconoscibili. E poi soprattutto se la raccolta delle pellets fecali, delle feci per il campionamento genetico è fatto su materiale fresco, ha più probabilità di successo anche l'estrazione del DNA. E appunto le aree sono state ripetute nel corso di 2-3 inverni successivi. Poi queste sono appunto quelle che noi raccoglievamo, quindi i pellets fecali della lepre e queste le tipiche orme di lepre. E questo era anche un piccolo esempio di quello che è un'area percorsa. Qui siamo a Durnholz, quindi nelle Alpi Sarentine, e tutti i punti rilevati mediante strumento GPS da parte degli operatori. E la criticità nel determinare le aree campione, appunto, la copertura nevosa variabile da un anno all'altro poteva modificare la percorribilità stessa delle aree. Quindi se un anno percorrevamo un tratto di questo tipo che sembrava con molta neve, sembrava un tratto aperto, l'anno successivo la neve era poca, ci trovavamo in mughetta, impossibile da percorrere, per cui c'è stata una variabilità. E la ventosità è stata molto influente, nel senso che se abbiamo una nevicata, noi usciamo dopo 3 giorni, però intanto tira il vento o arrivano qualche giornata di fen intenso, ecco che sposta la neve, cancella le tracce e quindi è diventato più complicato. Qui nel complesso il numero di giornate effettuate nei 3 anni, con un maggiore impegno nel 2018, però in totale 68 giornate, e il numero di campioni raccolti, come vedete anche nel 2018, è stato più consistente, e quindi analisi genetiche sono state possibili su 546 campioni. E a questo punto i metodi di analisi applicato, raccolte i pellets fecali e conservati in singole provette numerate, etichettate in alcol a 95 gradi, e raccolte con GPS appunto tutte le tracce e la posizione di singoli escrementi. Tutto il materiale è stato elaborato poi da parte del dottor Schwimbacher, da parte di Simon, per elaborare, per vedere cosa ne venisse fuori. Quindi sono stati adottati questi metodi, valutazione dell'indice chilometrico di abbondanza delle tracce, quindi un indice che ci permette di capire la correlazione che c'è fra il numero di tracce per chilometro percorso. Quant'è la frequenza delle tracce per chilometro percorso. Questo ci può dare un'idea già della consistenza di un popolamento, insomma, vaga. Poi il rilevamento delle consistenze
mediante analisi genetiche non invasive, cosa significa? Invasive significa che vengono prelevati dei campioni tissutali, di tessuto dell'animale. Non invasive, noi raccogliamo semplicemente le feci. Nelle feci, più sono fresche, più sono contenute delle cellule, che da cui è possibile estrarre il DNA. E di questo si è occupato appunto il laboratorio di genomica del Dipartimento di Biologia Evoluzionistica di Vienna, dell'Istituto di Medicina Veterinaria. E i dati appunto sono argomento che verrà trattato appunto a seguito, subito a seguire, da Simon Schwimbacher. E per quanto riguarda il radio tracking, sono state nell'inverno 2018-17-18 state posizionate 15 trappole di tipo Tomahawk, quindi a scatto, gabbie a scatto, con chiusura a scatto, e per catturare degli individui. L'intenzione era di catturarne 6. E alla fine siamo riusciti a catturare 2 esemplari, entrambi femmine, di lepre bianca, però appunto in realtà le catture sono state 7, però erano le stesse che tornavano sempre nelle gabbie. Quindi alla fine era un'attività molto dispendiosa in termini di tempo, perché comunque vanno attivate le trappole, prima vanno messe le esche, quindi del fieno fresco, per invitare gli animali ad entrare. Dopodiché, quando si vede che gli animali, con le fototrappole, si vede che gli animali hanno preso confidenza, bisogna attivarle. Poi, se c'è vento, ci riempie le trappole di neve, le copre, quindi bisogna andare su ogni giorno. Quindi era un'attività molto dispendiosa, in cui siamo stati molto aiutati dai guardiacaccia, proprio da della riserva di Sarentino, che hanno dato una grossa mano in questi termini, in questo progetto in generale. E quindi alla fine ci siamo limitati a catturare 2 esemplari. E vediamo poi appunto cosa è emerso anche da questa piccola attività. Questi 2 animali, di cui uno nel giro di poco tempo abbiamo perso le tracce, nel senso che è entrato in una zona della valle dove non c'era campo, quindi non poteva trasmettere i dati, perché i dati vengono trasmessi attraverso la rete di telefonia, quindi vengono salvati nel satellite, però per la trasmissione a noi serve la rete di telefonia, quindi per un bel po' non abbiamo più avuto notizie di questa lepre. Poi una volta è stata abbattuta durante la caccia, e quindi abbiamo potuto recuperare il radiocollare e anche in parte i dati. Qui è interessante, calcolando l'area frequentata da un individuo con il minimo poligono convesso, e l'areale ammonta a 16,8 ettari in 2 mesi e 99 ettari in 4 mesi, cioè da febbraio a giugno questa lepre è rimasta nell'ambito di un centinaio di ettari di territorio. E vedete come anche studi effettuati in Svizzera e Italia, areali fra i 20 e i 57 ettari, parliamo degli areali invernali, e invece mentre in Scandinavia tendenzialmente sono maggiori, insomma, un raggio d'azione maggiore fra i 60 e i 153 ettari. Quindi siamo in linea con quello che è emerso in altri studi in ambito alpino, diciamo, come home range. È interessante, qui vediamo, questa è la prima lepre, come vedete, i dati sono da febbraio ad aprile, e c'era un punto al giorno in questo caso, e vedete come la lepre variabile, erano entrambi esemplari di lepre bianca, lepre variabile, si mantenga sempre in zone con copertura. Abbiamo appositamente elaborato questo piccolo buffer di 50 metri per far risaltare il fatto che la lepre bianca durante quel periodo si manteneva tendenzialmente sotto copertura. Sono rari i momenti in cui esce all'aperto. Nonostante il mantello bianco, insomma, nonostante sia mimetica sulla neve, preferisce stare al coperto. Vediamo la successiva. Questa è la lepre. È un'altra lepre. Scusate, questa è la stessa lepre. Come vedete, questi sono i dati di febbraio-aprile. E mentre in maggio-giugno, la stessa lepre, vediamo come tendenzialmente occupa ancora una nicchia, diciamo, sotto copertura o di arbustive o di alberi. Però tendenzialmente tende anche a portarsi all'aperto. In questo, aiutata dal fatto che il mantello non è più bianco, si confonde anche meglio con,
con le aree aperte libere da neve e quindi tende ad andare anche a utilizzare le praterie aperte. Dopo vedremo perché, magari più tardi. E questi sono i dati della seconda lepre, e sono i dati dal 2 al 23 marzo, e come vedete anche per la seconda lepre vale la stessa cosa, si è mantenuta sempre qua, questa proprio esclusivamente in zone con copertura degli alberi o con copertura degli arbusti. Quindi sempre ha cercato aree coperte e protette. Ma questo magari adesso io mi fermo e cederei la parola a Simon, perché poi appunto magari avviamo una discussione più tardi e vedremo un po' le conclusioni e altre ipotesi che sono state elaborate in questo contesto. Ich versuche jetzt so ein bisschen einen Quereinstieg zu machen. Mikrofon passt. Also, der Schneehaus ist ja in der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie unter Anhang 5 gelistet. Das heißt, eine Nutzung ist durchaus möglich. Es verpflichtet aber zu einem günstigen Erhaltungszustand. Und darum ist es wichtig, also in Südtirol ist der Schneehaus jagdbar von 1. Oktober bis zum 30. November. Er ist sonst in die Alpen noch in Frankreich und in Österreich und in andere italienische Provinzen jagdbar. Und das verpflichtet eben zu einem günstigen Erhaltungszustand. Bisher haben wir aber keine Studien in Südtirol. Generell gibt es ganz wenig Studien zum Schneehaus. Bis vor 10 Jahren, muss man ehrlich gesagt sagen. In den letzten Jahren sind ganz viele neue Studien dazugekommen, vor allem weil man eben die Genetik hat, was früher nicht zur Verfügung gestanden ist. Er ist ganz schwierig zu monitorieren, das haben wir auch bei unserer Studie gesehen. Er lebt einfach heimlich, ist ziemlich versteckt und das Gebiet ist vor allem schwer zugänglich in den meisten Fällen. Ja, für uns war in erster Linie also die Bestandssituation auch interessant. Und wir haben versucht, eben, wie der Thomas gesagt hat, so ein Monitoring zu entwickeln. Und vor allem uns, das was nachher in den nächsten Jahren auch vielleicht relativ kostengünstig fortzusetzen war. Klarerweise, wenn man die Daten schon erhebt, dann schaut man sich einmal an, wie ist die Konkurrenz mit dem Feldhaus. Aktuell ist das europaweit eine große Diskussion. Der Feldhaus kann alleweil weiter Richtung Norden vorrücken und auch in die Herchaue. Und das ist ja ein Problem für ein Schneehaus. Der Schneehaus versucht zwar auszuweichen, aber man kann sich vorstellen, vor allem im Gebirge, kommt er nicht mehr her, Raui, der Berg ist ja konisch und da oben wird der Lebensraum alleweil kleiner und auch die Ressourcen verarmen irgendwo. Und dann haben wir uns noch die Hybridisierung umgeschaut zwischen beiden Arten. Also der Schneehaus hybridisiert mit dem Feldhaus und die Nachkommen seien fruchtbar. Ja, unsere Hauptfragestellung war, ob eben so ein Monitoring mittels Spurentaxation in Südtirol unwendbar ist. Wir haben auch andere Monitoring-Varianten durchgedenkt, beispielsweise mit Scheinwerfer oder sogar mal eine Drohne umgeschaut mit der Wärmebildkamera. Aber das ist alles noch viel schwieriger. Und ja, wie es in der Wissenschaft so ist, muss man Hypothesen formulieren und die werden dann entweder abgelehnt oder bestätigt. Und da hat es so einige Hypothesen gebraucht, um eben die Fragestellung da in der Fragestellung auf den Grund zu gehen. Und also wichtig war für uns einmal, gibt es eine Korrelation eben zwischen der Spurendichte in einem Gebiet und der Hosendichte? Wie schaut es generell mit der Schneehosendichte in Südtirol aus? Und kann man die mit anderen Realitäten in die Alpen vergleichen? Mittlerweile gibt es ja ein paar Studien.
Mal eine Grundvoraussetzung für das Monitoring ist, wir haben ziemlich schnell gemerkt, man kann die Spuren von Feldhaus und Schneerhaus in der Theorie unterscheiden. In der Praxis ist es so, Wind spielt eine Rolle, Niederschlag spielt eine Rolle, dann ist einmal Harsch, einmal ist Pulver und so ist es brutal schwer. Man kann schon zufrieden sein, wenn man allem sicher sagen kann, dass es ein Haus war. Und deswegen war für uns brutal wichtig, dass wir nicht ein Feldhosenmonitoring machen. Und darum haben wir ausschließen, dass der Feldhos da zu viel vorkommt. Und darum haben wir ja die Genetika. Und die Hypothese war eben, dass der Feldhos im Winter maximal sich über 200 Höhenmeter mit dem Schneehosenhabitat überschneidet. Die 200 Höhenmeter deswegen, da gibt es eine Studie für die hohen Tauern. Und da haben sie sich das im Sommer umgeschaut. Und im Sommer war da die Überschneidung maximal 200 Höhenmeter. Wir haben uns gedacht, dann wird es im Winter nicht mehr sein. Und falls es so ist, haben wir uns gedacht, möglicherweise kommt der Feldhaus in einen ähnlichen Prozentsatz vor in der Hosenpopulation. Dann kann man es rechnerisch im Fall noch korrigieren. Ja, dann haben wir uns noch umgeschaut, wie hoch eben die Affinität zur Deckung ist zwischen Schneehaus und Feldhaus, ob es da Unterschiede gibt und wie es mit der Hybridisierung eben ausschaut. Da war die Hypothese, die Hybridisierung, also die genetische Integration, liegt unter die 10%. Auf den wird es auch durch andere Studien kommen. Das werden wir uns später noch anschauen. Die Untersuchungsgebiete hat doch Thomas, glaube ich, ausreichend erklärt. Also das sind über das ganze Land recht gut verteilt. Die Methodik haben wir auch gehört, also wir haben eben die Linientransekte gemacht und wir haben eben noch auch die genetische, die Pellets gesucht, also die Losung für die Hosen, um eben die Genetik zu kriegen. So schauen die Pellets aus und die sind schön dunkel, hell sag ich uns, dass die frisch sind. Hell ist wichtig, weil das Glänzige, was man da sieht, das ist praktisch, das sind Epithelzellen und die brauchen wir, weil da ist ja die DNA drinnen vom Verursacher. Und da sieht man so eine typische Schneehosenspur, also da erkennt man es perfekt. Oben sind die Hinterläufe, unten sind die Vorderläufe, also er überrennt sich selber sozusagen. Ich will es nicht vormachen, wenn eine Kamera auf mich gerichtet ist. Aber ja, so schaut es aus. Und der Schneehaus hat einfach wesentlich größere, breitere Hinterfüße als der Feldhaus. Hat richtige Schatten, dass er auf den Schnee besser hebt. Und wie gesagt, danach ist es selten gut zu unterscheiden. Und ja, nachher direkt vom Feld ins Labor und ins Büro. Ich möchte nicht ganz zu viel ins Detail gehen, auf alle Fälle. Der erste Schritt ist einmal, dass man eine Genotypisierung macht und das haben wir anhand von Mikrosatelliten gemacht. Das sind so DNA-Abschnitte, die eigentlich nichts kodieren, die wiederholen sich ständig und das sind bei jedem Individuum unterschiedlich lang. Und durch das kann man sie unterscheiden. Und da haben wir ins 10 Marker geschaut. Und wenn man dann weiß, wie viele Individuen haben wir da, dann weiß man schon einmal die Mindestpopulationsgröße in dem Gebiet. Und dann gibt es eine Methode, die nennt sich Fang-Wiederfang-Methode oder Rückfang-Methode nach der Patterson-Lincoln-Formel. Ist relativ alt und im klassischen Sinn fängt man da eigentlich Individuen, markiert die, lässt die wieder frei. Und fängt zu einem späteren Zeitpunkt, machen wir nochmal eine Fangaktion. Und aufgrund vom Verhältnis, wie viele schon markiert sind, kann man sich ausrechnen, wie groß möglicherweise die Gesamtpopulation ist. Und wir haben das Gleiche gemacht, leider eben nicht invasiv. Wir haben das genetisch gemacht, das geht genauso. Wenn man einen genetisch erfassten, ist er für uns gefangen. Und wenn man einen nochmal erfassten, ist er wieder gefangen. Da gibt es eigene Programme. Wenn da jemand etwas detaillierter hören will, können wir danach noch reden. Auf alle Fälle kriegt man da nachher eine geschätzte Populationsgröße aus. Und aufgrund von der begangenen Fläche, wie der Thomas erst gesagt hat, können wir noch die Populationsdichten berechnen. Und da haben wir einerseits eben die Gesamthosendichte, die für die Spurentaxation für uns wichtig war.
unten haben wir alle Schneehosendichte separat berechnet. Nachdem wir eben die zwei Arten unterschieden haben, da gibt es auch verschiedene Programme und Methodiken. Wir haben das mit dem Programm Structure gemacht und das gibt einem so ein Output, so ein Structure-Plot nennt man das. Das schaut kompliziert aus, ist es eigentlich nicht, weil da ist jeder Balken ist praktisch ohne Probe. Und man sagt im Programm, ich vermute in dem Fall zwei verschiedene Gruppen und aufgrund von dem Mikrosatelliten spaltet man das Programm das so auf und zeigt man das in Farben. Und dann sieht man schön, also grün ist in dem Fall der Schneehose, rot ist da der Feldhose. Es kann jede Probe schön zuordnen, zu den Cluster, sagt man eigentlich. Aber ein paar Proben sind drunter, die da zum Beispiel, die was unter alle eben von beiden Arten drinnen hat. Und die kann man sich nachher nochmal mit anderen Programmen, beispielsweise New Hybrids, genauer anschauen für die Hybridisierung. Noch, ich glaube, über die Kartografie-Programme und über Statistik brauchen wir nicht reden. Wichtig für uns ist da jetzt, also in der Masterarbeit habe ich leider die Proben von den ersten zwei Jahren mit Ihnen genommen. Und weil ich noch müsste anschließen. Und vor allem sieht man Sam gleich schon, das zweite Jahr waren die guten Proben. Haben wir über 90% Genotypisieren gekannt. Von 260 Proben ist sehr ganz viel. Und im ersten Jahr sind wir da like knapp über der Hälfte, was wir positiv genotypisiert haben. Also es hat keinen Sinn gehabt, mit SEM die weiteren Analysen in Detail zu machen, weil da brauchen wir solide Daten. Und eben die Schneehosendichte und so weiter haben wir nachher live von Jahr 2017, 2018 ausgerechnet, wie man da sieht. Also wir haben Gesamthosendichte zwischen 6,5 und 18,8 Hosen, also Individuen pro Quadratkilometer. In der Wildbiologie ist normal, dass man das eben, oder generell bei Säugetieren, auf einen Quadratkilometer anbricht. Und wir haben eine Schneehosendichte festgestellt zwischen 4,5 in Rheinswald und 14,7 in Ulten. Das erscheint, also der Wert in Ulten erscheint schon relativ hart, das werden wir vielleicht noch einmal diskutieren. Aber wir haben da auch eine Mindestdichte von 9,7, also 9,7 Schneehosen haben wir mindestens pro Quadratkilometer festgestellt. Und die Spurentaxation, da zeige ich die Grafik schön, also die meisten Hosen waren entlang von der Waldgrenze unterwegs. In Durnholz trifft es da in dem Jahr nicht zu. Das kann sein, dass da gerade der Wetterumbruch oder etwas davor war, dass es die weiter in Dolo gedruckt hat. Aber sonst sind die ziemlich allem entlang von der Waldgrenze unterwegs, die meisten. Wenn wir uns da anschauen, da sind die Spuren für die zwei verschiedenen Jahre. Also im ersten Jahr waren die Spuren härcher als im zweiten Jahr, auch signifikant härcher. Man muss aber dazu sagen, im Winter 2016-17 sind wir erst im Februar rausgekommen, weil es erst im Februar das erste Mal geschnieben hat. Und da hat sich der Erhebungszeitraum bis Ende April gezogen. In April fängt schon die Rammelzeit an bei den Schneehosen und man hat auch schon die Rammelwolle gefunden. Und es gibt mehrere Studien, die auch sagen, dass der Schneehose später in der Rammelzeit wieder hergeraue geht. 17-18 haben wir Dezember, Jänner und Februar alles angeschlossen gehabt. Also so soll es idealerweise laufen. Ja, da sind wir jetzt schon bei der linearen Regression. Praktisch wird da. Ja, man sieht da schön, es gibt einen positiv-linearen Zusammenhang zwischen den Spuren pro Kilometer, also der IK-Wert, den er damals beschrieben hat. Der ist zwischen 3,2 und 10,2 Spuren pro Kilometer gewesen und der Hosendichte in einem Gebiet. Also der Zusammenhang besteht. Leider können wir schwer sagen, welche Hosen das seien. Diskutieren wir danach noch. Die Losungsproben haben wir von nachher zwischen
1620 und 2500 Meter über dem Meeresspiegel gesammelt. Und man hat recht schnell nachher rausgekriegt, dass also jede Probe ist ja genau verortet mittels GPS. Und man hat dann noch gesehen, die Schnärhosenlosung ist gleich an der Deckung zu als die Feldhosenlosung. Deckung, sprich Wald oder auch Vegetationsinseln, größere. Die habe ich alle ausgemessen mit dem GIS-Programm. Und das ist durch ein signifikanter Unterschied. Im Durchschnitt ist der Schnärhos 127 Meter davon entfernt und der Feldhaus 318. Was uns ganz stark verwundert hat, dass der Feldhaus nicht in deutlich tiefere Lagen vorgekommen ist als der Schnärhos, sondern insgesamt war der Feldhaus sogar in höhere Lagen als der Schnärhos vertreten. Signifikant. Und die Lebensraumüberlappung ist auch deutlich mehr wie die 200 Höhenmeter, was wir als Hypothese gehabt haben. Es waren im ersten Jahr 274 Höhenmeter in Rheinswald und im zweiten Jahr sogar bis zu 460 Höhenmeter. In alle vier Gebieten sehe ich mir komplett ein unterschiedliches Abundanzverhältnis zwischen die beiden Arten. Also da sieht man jetzt, das sind absolute Zahlen, keine Dichten. Und man sieht da, in Rheinswald beispielsweise haben wir sogar 2018 mehr Feldhosen festgestellt als auch im Subalpin, halb in dem Bereich 1600 bis 2500 Meter über Meeresspiegel, mehr Feldhosen festgestellt als Schnärhosen. Und Durnholz, genau das Gegenteil, da ist eher kocht, das ist Durnholz, da haben wir im ersten Jahr einen einzigen Feldhos festgestellt, also der rote Punkt ist der Feldhos, die blauen Punkte sind die Schnärhosen, die Zollen, was drinnen sind, sind die Individuen, also praktisch der Unzer ist ein Individuum und alle Unzer sind die Losungen von die Losungsproben von Unzer Hos. Die Grauen sind Proben, die was man nicht gekannt haben, genotypisieren, weil nicht ausreichend DNA drauf war. Und da sieht man, der einzigste Feldhaus war ganz unten neben einem Hofzui. Und weiter drüber sind leider Schnärhosen gewesen. Ganz anders hat es in Rheinswald ausgeschaut. Da ist alles vermischt. Also man kann da beide Arten überhaupt nicht vertikal trennen. Sieht man aber die echte Alben, Schnärhos tendenziell Alben im Deckungsbereich. Da ist zwei Proben, sieht man, also der 1 und der 2 sind gelb umrandet, das sind Hybriden gewesen. Bei denen sind wir jetzt eh. Also insgesamt in dem Jahr haben wir 8,6% an Hosen mit Hybridisierungsunzeichen festgestellt, das waren 7 von 81. Und es waren zwei Hybriden darunter der F2-Generation, also F1-Hybriden sind Hybriden der ersten Paarung. Und wenn die sich weiter vermehren, nachher werden es F2-Hybriden und von denen haben wir zwei festgestellt. Die restlichen Hybriden, oder die restlichen, man kann sie vielleicht nicht mehr Hybriden nennen, sind Individuen mit einer introgressiven, introgressierter Hybridisierung drinnen. Also das nennt man Introgression und da bleibt nachher alle bei weniger oder auch mehr, je nachdem in welche Richtung das es noch geht, DNA von der anderen Art drinnen. Wir haben gesehen, dass die Introgression aber hauptsächlich in Feldhaus betrifft. Das sagen auch andere Studien europaweit. Man weiß noch nicht wieso. Möglicherweise hat er da auch einen evolutiven Vorteil in die Herrenlogen oder weiter in Norden oben für die Schnärhosengene. Es ist vielleicht auch dazu zu sagen, also die F1-Hybriden in der ersten Generation verpaart sich allem der Feldhosen-Rammloch mit der Schnärhäsin. Das ist allem so, das haben sie auch festgestellt in allen Ländern aufgrund von mitochondrieller DNA, die wird ja leider von Muttertier weitergeben. Und dann haben sie gesehen, das ist allem so.
Und das wird vielleicht darauf zurückzuführen sein, dass der Feldhase einfach größer ist und er hat auch ein anderes Paarungsverhalten. Und zwar bewacht und verteidigt er die weibliche Häsin vor dem Eisprung für über mehrere Tage schon. Das ist für einen Schneehase nie beobachtet geworden. Und das ist sicher ein Nachteil für einen Schneehase. Ja, jetzt sind wir bei der Diskussion. Eigentlich haben wir alle was schon diskutiert, aber da sind wir bei den Dichten, die wir erst gesagt haben. Also wir sind da zwischen, zwischen 4 und 14 Schneehosen pro Quadratkilometer, wie gesagt. Und das ist eigentlich erfreulich, weil das sind im Vergleich zu anderen Studien relativ hohe Dichten. Stimmt ganz gut auch mit norditalienischen Studien überein. Dedo ist im Nationalpark Stilfser Joch gemacht worden, in Sondrio, in Provinz Sondrio. Da sind sie auch zwischen 5 und 11 Schneehosen pro Quadratkilometer. Das ist auch in der Lombardei gemacht worden. In der Schweiz sind die Dichten anscheinend ein bisschen tiefer. Man muss aber auch dazu sagen, die haben nicht alle die gleiche Methodik verwendet. Also genetisch ist es leider in Graubünden erhoben geworden. Und da sind wir ja zwischen 3 und 4 Schneehosen pro Quadratkilometer. Slota Bachmeier, Hohe Tauern, hat unter einen Schneehose pro Quadratkilometer festgestellt. Also da waren wir deutlich drunter. Ja, erstaunlich für uns, dass eben der Schneehase nicht per se in die Herrenlogen vorkommt als der Feldhase und die Lebensraumüberlappung auch im Winter brutal groß ist. Ja, wie gesagt, beide Hosenarten sind in der Studie in alle Höhenlogen in die gewissen Gebiete vertreten gewesen. Und das lässt sich vielleicht auch darin erklären, aufgrund von der Ökologie für die zwei Arten. Die unterscheidet sich merklich. Der Schneehase hat ja höhere Deckungsansprüche als der Feldhase. Und der Feldhase ist ja ursprünglich ein Steppenbewohner und bevorzugt offene Landschaften. Auch von der Nahrungsökologie unterscheiden sie sich. Der Feldhase ist eher gebunden an Gräser und Kräuter das ganze Jahr über. Wohingegen der Schneehase tendenziell im Winter vermehrt von die Nadelbäume, die Nadeln, die Knospen und die Rind frisst. Also über 70% Gymnospermennahrung. Und klarerweise in die Herrenlogen, wenn man es da sieht in Ulten bei der Windverwehung, hat der Feldhase eigentlich, wenn wenig Schnee ist, das ganze Jahr über eine Nahrungsverfügbarkeit. Das haben wir eigentlich feststellen. Also wir haben ganz viele Flächen gehabt, wo eine starke Windverwehung war und später hat man auch gesehen, da sind die Feldhosen gewesen. Auf den offenen Flächen, auf den Kuppen oben, wo ein Graselfier schaut und der Schneehase tendenziell allem eher bei der Herrenvegetation zu den alpinen Rosen, Bergmader, aber auch bei den Heifunden, die Wiesen. Ja, dazu kommt auch, dass der Schneehase nochmal zusätzlich bei Konkurrenz mit dem Feldhase sich vermehrt in die Deckung hinein verlagert. Das haben verschiedene Studien in Schweden auch gezeigt. Noch mehr wird es wahrscheinlich so sein, wenn kein Schnee ist, wie ich erst gesagt habe. Im Winter 2016-17 hat es im Februar das erste Mal geschnieben. Man muss sich vorstellen, der Schneehase wechselt jetzt im Oktober, macht er einen Fellwechsel. Wie lange der nach weißer auf grauen oder braunen Untergrund umrennen muss. Und er hat einen Haufen Feinde, sowohl von der Luft als auch vom Boden aus. Und hat es in einem schneearmen Winter wahrscheinlich deutlich schwieriger als der Feldhase in den Logen oben. Ja, die Abundanzverhältnisse sind so verschieden und haben uns auch gezeigt, wie verschieden die Lebensräume für die zwei Arten sind. Also da im Hintergrund sieht man das Gebiet Durnholz. Das ist von einem weitläufigen Mosaik von Latschenfeldern und wieder Offenflächen durchzogen. Und
Ich will jetzt nicht sagen, dass das in Schneerhaus extra gut gepasst hat, aber auf alle Fälle ist es so, dass es im Feldhaus nicht passt, weil da sind überhaupt keine Feldhosen vorgekommen. Und die Schneerhosen liegen in einer relativ guten Dichte. Und bei so einem harten Schneelog wie da hat der Schneerhaus eine super Verfügbarkeit für Deckung und Nahrung. Und der Feldhaus kann mit den Nadeln über einen längeren Zeitraum nichts anfangen. Ja, im Gegensatz Rheinswald sehr, sehr attraktiv für ein Feldhaus. Die Gebiete unterscheiden sich auch darin, dass Rheinswald einfach ganz viel Offenfläche hat, touristisch ganz viel begangen ist, auch eine hohe anthropogene Störung, kann man so sagen. Durch das Skigebiet, was durchgeht, der Rodelbahn, ein Haufen Wanderwege. Und genau da hat sich eben auch der Feldhaus aufgehalten. Ja, für die Spurentaxation muss man sagen, die Flächen waren sicher ausreichend groß, wie wir sie gewählt haben. Also die Aktivitätsschwerpunkte waren allem in den Waldgrenzbereich herum. Ganz zu klein kann man sie logisch nicht wählen, sonst kann es zu einer Überschätzung kommen. Die Höhenverteilung war auf alle Fälle ausreichend. Man muss aufpassen, zu welcher Zeit man die Erhebung macht, weil, wie gesagt, es gibt eben den Höhenunstieg in Frühjahr raus. Dann haben wir eben gesehen, dass die Spurenanzahl sehr gut mit der Hosendichte korreliert. Leider aufgrund von der Ablehnung eben von Hypothese 3 und 4, also dass es so eine hohe Lebensraumüberlappung gibt und es überhaupt nicht berechenbar ist, ist eben ein Schneerhosenmonitoring, ein gezieltes Schneerhosenmonitoring anhand von Spurentransekten in den sympatrischen Vorkommensgebieten eben nicht so unwendbar. Da müsste man diskutieren, mehr Flächen zu finden, wo man eben im Feldhaus ausschließen kann, so wie in Durnholz, oder möglicherweise eine andere Methodik in Betracht zu ziehen. Nur kurz auf die Hybridisierung hinzugehen. Also, da haben wir auch verschiedene Zonen. In jedem, also Ulten und Mühlwald, haben wir eine Hybridisierung von 14%. In Rheinswald ist sie tiefer, da sind wir bei 5%, obwohl deutlich mehr Feldhosen sind vorkommen. Das erklärt uns vielleicht das Hubs-Prinzip, das was besagt, wenn zwei Arten aufeinandertreffen, die sich untereinander verpaaren können und eine Art hat eine hohe Populationsdichte und die andere hat eine geringe Populationsdichte, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie sich untereinander verpaaren. Zwischen zwei Arten ist ja allem eine gewisse Artbarriere und wenn eine Art die Paarungspartner nicht in der eigenen Art findet, dann weicht sie halt auf andere aus und umso schlimmer wird es da sein, weil der Feldhaus einfach ein Schneerhaus überlegen ist. Und wir haben keine Hybridisierung in Durnholz gehabt, erfreulicherweise. Also die Population scheint wirklich allem schon getrennt zu sein. Ja, wo sind es eben die F2-Hybriden auch gezeigt? Und also die Hybridisierung passiert jetzt, die ist rezent. Da ist etwas, was jetzt startet. Das kann noch nicht über einen längeren Zeitraum so sein. Und ja, man kann es ruhig als Beispiel Schweden erwähnen. Also da haben wir eine Hybridisierungsrate zwischen 3% und 70%, im Norden oben 3 und im Süden 70, wo der Schneerhaus überhaupt noch ist. Da ist der Feldhaus ja vor ein paar Jahrzehnten eingeführt worden. Und seitdem ist der Schneerhaus Schritt für Schritt verdrängt worden. Und in Südschweden kommt er gar nicht mehr vor. Und weiter oben ist eine totale Hybridisierung. Und die Daten von der Schweiz zeigen eigentlich ganz gut, dass die Hybridisierung da einen ähnlichen Unterhalt hat. Da gibt es zwei Studien. Bisher gibt es da leider nicht viele Studien in die Alpen, aber ich denke, da werden jetzt in nächster Zeit mehr rauskommen. Ja. Für mich bedeutet das schon irgendwie, das gibt man schon zu denken und auch zu verstehen, dass für ein Schneehaus jetzt ein bisschen ein Kampf ums Überleben gegen den Klimawandel angefangen hat.
das war es soweit. Ich möchte mich noch bei einem Haufen Leuten bedanken. Alle kann man sicher nicht nennen, aber da sind ganz viele Leute involviert gewesen in der Studie. Klarerweise die Mitarbeiter vom Amt für Jagd und Fischerei, die ehemaligen Mitarbeiter, Thomas, danke dir. Ein Haufen Feldarbeit haben wir da gemacht. Die Jäger waren auch involviert, vor allem im Jagdrevier Sarntal. Der Jagdverband, die Mitarbeiter vom Forschungsinstitut für Wildtierkunde in Wien, auf der BOKU, also der Steve Smith und der Professor Hackländer, die was auf dem Gebiet sicher federführend sein, was jetzt die Hosenforschung in Europa betrifft. Und noch ein Haufen Freiwillige, die was uns geholfen haben. Ja, nicht zuletzt, denke ich, fürs Zuhören. Ist auch schön, dass das Thema ein paar Leute interessiert und da vielleicht hat von der Hohen Masse auch jemand zugelassen. Dankeschön auf alle Fälle. Ja, wir sind jetzt für Fragen noch da und offen. Hinter Thomas. Soll ich vielleicht ohne Folie? Der da, mache ich Gras. Ich bin auf Ständer. Ja, ich sage danke an zwei. Thomas, grazie. Simon, danke schön für den super interessanten Vortrag. Ich glaube, es sind ganz viele Fragen, hoffe ich, weil es ist sehr interessant und es hat schon einige Themen oder Problematiken angeschnitten, die in nächster Zukunft vor allem auf den Schneehosen zukommen. Und für mich war einiges total neu, das habe ich so nicht gewusst. Und wegen selben bitte gerne Fragen stellen. Simon, gibst du bitte noch? Ist noch. Ja, ist nein, jetzt ist gleich mal das Bild da. Bitte. Ich habe eine Frage. Bitte ganz laut, weil. Kommt ja der Schneehaus auch in Kanada vor? Ja, das ist eine andere Art. Eine andere Art. Ja, Schneeschuhhaus. Mhm. Weil dort habe ich zweimal Filme gesehen über die Vermehrung von Schneehaus in Kanada zusammen mit dem Luchs, mit dem Polarluchs. Genau. Und der frisst. Der Schneehos in Kanada frisst fast Schneidewinde von den Fahnen. Mhm. Und dann am Anfang vermehrt sich der Schneehos stark und dann vermehren sich auch die Luchse sehr stark. Und dann bilden die Tamer Gift in der Rinde und dann verenden ungefähr 90% von den Schneehosen und die Luchse verenden auch zu 90%. Nachfangen der Zyklus wieder an, das gibt es da nicht. Nein, das gibt es da nicht. Über die Zyklen bei uns wissen wir überhaupt nichts. Also wir haben jetzt einen 3-Jahres-Zyklus, aber mehr wissen wir nicht. Da braucht es immer so ein Monitoring, dass man da ein bisschen Langzeitdaten kriegt. Und der Luchs ist ja bei uns auch nicht vertreten oder kaum. Aber es sind ein Haufen andere Prädatoren, die sicher eine Rolle spielen und mit den Zyklen, mit den Dichten geht sicher auch die Schneehosendichte auf und nieder. Andreas? Ich habe eine Frage zu der Introversion. Du hast gesagt, der Feldfass hat Introversion, man sieht da Spuren vom Schneehaus drinnen, mhm. Aber nicht umgekehrt. Und vor 7 haben wir gehabt. In den Jahren. Und Schneehaus hat da Spuren von genau. Feldhaus. Also, wie soll man das verstehen, wenn der Feldhaus praktisch, das heißt ab und zu paart sich eine Feldhose mit dem Schneehaus und danach praktisch wieder mit den Artgenossen? Ja. Wie gesagt, die erste Verpaarung findet so gut wie Alben, das sagen andere Studien, nicht unsere, vor allem zwischen den Feldhosen Ramlach und den Schneehosen der Häsin und den Weibele statt.
Und danach ist anzunehmen, dass es in beide Richtungen gleich weitergeht. Wieso es aber vermehrt nachher die Introgression im Feldhaus festzustellen ist, das können auch die Studien in Schweden noch nicht genau sagen. Da gibt es einen Haufen Theorien. Ohne Vermutung da ist, dass der Feldhaus da in die nördlichen Gebiete mit Schneehosengene einfach Konkurrenzstärker wird und sich noch mehr da durchsetzt. Und vielleicht der Schneehose einen Nachteil hat für der Verpaarung. Bei uns reicht die Datenlog nicht aus, um da zu hypothetisieren, aber es kann auch so was sein. Auf alle Fälle, die wenigen Daten zeigen, dass es da auch in die Richtung geht. Also der Schneehaus ist ja da isoliert geblieben vor 10.000 Jahren nach der letzten Eiszeit. Das war nachher noch als uns und der hat sich noch innerhalb von der letzten Eiszeit bis vor 10.000 Jahren so festgesetzt. Und noch ist auch anzunehmen, dass die ersten Siedler, die was da nach der Eiszeit wieder eingewandert sind, dass er mit dem nicht, also der Feldhaus wieder eingewandert ist, das darf ich jetzt so sagen. Der Mensch ist ja, sagen wir mal, spätestens mit dem Rückzug von der Eiszeit vor 10.000 Jahren da wieder hingewandert. Das zeigen ja die archäologischen Funde. Und es ist anzunehmen, also da ist Eis weg gewesen, dass der Feldhaus zumindest in der Ebene einen super Lebensraum vorgefunden hat. Vor allem, wie du auch sagst, da ja Kulturfolger ist. Aber eigentlich, dass die zwei sich begegnen, das ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass der Mensch die Lebensräume erst geschaffen hat. Nein, das darf ich nicht sagen. Okay. Ja, jetzt wenn du sagst, okay, als Kulturflüchtler schon mitgegangen, okay, aber ich denke vor allem klimatisch ist es bedingt, dass er gekannt hat, Fuß fassen. Und jetzt die neueste Entwicklung ist halt auch klimatisch bedingt, dass er alleweil in höhere Lagen Fuß fassen kann. Aber in einer reinen Waldlandschaft? Reine Waldfläche sicher nicht, aber es ist auch nicht davon auszugehen, dass, jetzt du warst vielleicht besser als Botaniker, aber ist davon auszugehen, dass es eine reine Waldfläche war. Früher ist halt wahrscheinlich von Schollenwild sind gewisse Flächen halt allem offen gehalten worden. Und spätestens vor 8.000, 9.000 Jahren wird es der Mensch gewesen sein. Ja, die Diskussion, die gibt es immer noch, ob Mitteleuropa ein reines Waldland war, die Zoologen sind jetzt mehr auf zu dieser Hypothese, dass es doch größere offene Gebiete gegeben hat, vor allem durch große Herbivore. Ich glaube, großflächig sicher nicht, also wenn man sich da mal kleinere waldfreie Inseln und da vorhin halt ob eine Feldhose oder in dem Gebiet überhaupt Lebensraum findet, beziehungsweise nächste Frage, ob das Gebiet oberhalb der Waldgrenze, wenn er wirklich nur auf das reduziert wäre, jetzt in einem Waldgebiet, oder da dann einfach genug Lebensraum finden würde in die Alpen. Ja, penso questo. Penso sia giusto, è per questo anche che nelle ipotesi appunto aperte, quello che emerge da questo studio l'abbiamo bene o male visto, no? La correlazione positiva, introgressione, abbiamo visto anche come questa introgressione sia comunque recente, cioè non abbiamo trovato ibridi in F3, in F4 comunque, quindi è recente, questo significa avvenuta negli ultimi anni. Questo può voler dire che ci sia una grossa influenza climatica, proprio o in termini di nevosità, cioè nel momento in cui abbiamo delle aree aperte in quota, di praterie alpine, e però queste rimangono per lungo tempo coperte da neve, con grandi quantità, abbondanti quantità di neve, diventa indisponibile per la lepre comune.
così come diventa indisponibile per la lepre comune gli areali ad alta quota quando abbiamo una fascia forestale continua che non permette la risalita. Laddove invece abbiamo visto, adesso solo accennato, l'idea è questa, in ambienti come Rheinswald o come Mühlwald, dove i prati d'asfalto sono a mosaico all'interno anche e penetrano fortemente nella fascia forestale e arrivano a quasi a toccare le praterie alpine, praticamente i prati d'asfalto e poi i prati, le radure nel bosco, ecco che lì la lepre comune riesce ad entrare, quindi è un cofattore tra il mosaico del paesaggio, può essere, e un fattore climatico, quindi di abbondanza o meno di nevosità in quota. Quindi questi due fattori, questi sono chiaramente degli aspetti che sono domande che sono venute fuori proprio da questo studio, valutando sia la recente introgressione, quindi la recente ibridazione, e il fatto che non abbia preso piede come in areali come la Svezia, questa diciamo inquinamento tra virgolette genetico, può essere dovuto proprio anche a questi fattori, insomma. Però è da indagare. E in questo era una mia provocazione, cosa giocano le aree sciistiche. Se pensiamo alle piste da sci, sono dei corridoi ecologici eccezionali, potenzialmente eccezionali per la lepre comune, no? Perché portano proprio direttamente in alta quota. Quindi sarebbe interessante, appunto, questo lavoro che abbiamo fatto potrebbe dare lo spunto per approfondimenti, sia per valutare se c'è una maggiore ibridazione, introgressione in aree che sono da decine di anni ormai aperte come piste da sci che possono portare appunto questo corridoio, e valutare invece areali dove non ci sono, dove la fascia boscata chiude, diciamo, il transito, potenzialmente chiude il transito alla lepre comune. Anche se poi abbiamo visto molto spesso molte tracce di lepre comune magari si trovavano sì nelle praterie aperte, ma anche lungo le strade forestali. In qualche caso le strade forestali sono anche un corridoio ecologico per la lepre comune, però in misura più limitata. Da sieht man es ganz gut, in Rheinswald eben der Korridor kann der Bereich sein, nicht? Über den vielleicht mehr Feldhausen Inwandern. In Dornholz, ja, ist es schon durch die Latschenfläche und Waldfläche angeschlossen noch, über den Bereich. Aber auch Frage. Das habe ich ja in hauptsächlich in Wintermonaten die Erhebungen gemacht. Ja, genau. Ich komme in Estate, anche lì, non si sa praticamente o se la lepre comune anche. Sì, ma io ho trovato ancora cuccioli di lepre comune a 2600 metri a fine agosto, in Dolomiti. Quindi sicuramente la lepre comune permane anche in quota in estate. E chiaramente può essere fondamentale appunto il periodo invernale primaverile, nel senso con elevate coperture nevose, con tanta neve, la lepre comune tende a stare più in basso e poi magari non risale successivamente. Potrebbe essere così, ma siamo nell'ambito delle ipotesi. Domande? Andere Fragen? Sonst frage ich noch eine. Das mit der Hybridisierung, das interessiert mich sehr. Also kennt man Hybriden phänotypisch? Also kennt man die auseinander, oder? Ja, in der Reformsgeneration, das haben mehrere Jahre so beschrieben, erkennt man, also es ist öfter mal herausgeschossen worden, wo man erkennt, der hat Merkmale von einem Schneehaus und von einem Feldhaus. Nicht zu sagen. Und später raus, wenn das Intervention ist, erkennt man es sicher nicht mehr. Also ist das leider in genetischen Spuren vorhanden. Mehr oder weniger. Das ist ein sehr spannendes Gebiet, also wenn man das so weiterdenkt, weil gerade mit den Hybridisierungen, also wenn es dann reine Populationen dann nicht mehr so gibt, also dass das dann irgendwann
so verschwimmt, also die Gefahr, dass es so stark sich verwässert, glaube ich. Und dann ist auch noch diese Hybriden wahrscheinlich dem Schneehasen sowieso überlegen. Wenn es wärmer wird, bestimmt, ja. Ja. Über Jahrtausende in Südtirol. Ja, wenn man einfach mal vorausdenkt, jetzt für die Evolution sind ja 1000 Jahre jetzt nicht so viel, aber für also über Jahrtausende kann er sich, wenn es klimatisch so weitergeht, bestimmt nicht halten. Das zeigen die Beispiele von Südschweden gut. Da ist jetzt in 30 Jahren passiert. Sicherlich spielt da die Konkurrenz eine größere Rolle, weil er einfach überhaupt nicht vorhanden war vorher, der Feldhaus. Aber über Jahrtausende, glaube ich, kann er sich nicht halten. Beziehungsweise gäbe es Strategien, was man da vielleicht... Schon allein, was der Thomas in der Einleitung gesagt hat, der Lebensraumschwund, da gibt es ja zwei Studien, und der ist bis zu 70% bis 2100 geschätzt. Also schon leider da, glaube ich, ist einfach der Lebensraumverlust, wenn es klimatisch so weitergeht, zu groß. Und nachher kommt noch dazu, dass der Feldhaus ja vermehrt noch mehr in den Restlebensraum einwandern kann. Also ich denke, das wird sich jetzt eher über Jahrzehnte und Jahrhunderte so hinziehen. Maximal. Aber anschließend an die Frage, gibt es schon irgendwie so Schutzprogramme, wie man sozusagen jetzt schon, die man jetzt schon anwenden könnte oder beziehungsweise die man entwickeln müsste oder könnte, damit eben der Feldhose wirklich eine reelle Chance hat gegenüber dem Feldhose? Ja, rein klimatisch tragen wir alle dazu bei und da sind halt die Bemühungen, die was sie sein, man sieht es ja. Und ansonsten ist es sicherlich schwierig, da einzugreifen. Sehr schwierig. Also man kann so eine Art wie ein Feldhaus nicht davon anhalten, einen neuen Lebensraum zu besiedeln, wenn er geeignet für ihn ist. Der Feldhaus hat nicht nur physiologische Vorteile, er hat auch sonst, er ist einfach besser angepasst an das wärmere Klima. Und in dem Moment, wo der Schnee ausfällt, wie wir ja auch fast schon da 16, 17 gesehen haben, glaube ich, hat der Schneehaus einfach ein Riesenproblem. Da ist der Color Mismatch, nennt man das, der ist so groß, kaum dass er da bei Tag sich irgendwo blicken lässt auf einer offenen Fläche, der ist verweitet. Das haben wir auch gesehen, das siehst du verweiten. Und am Feldhaus darfst du nicht sehen. Und plus kommt noch dazu, der Schneehaus ist einfach an den Lebensraum so angepasst, er ist ein richtiger Spezialist. Er hat viel weniger Würfe als der Feldhaus. Also umso härter er oben ist, umso weniger Würfe hat er noch. Der Feldhaus kommt da aufs Doppelte. Mhm. Also ich persönlich habe gemeint, der Schneehaus ist viel, viel weiter oben. Also dass der so an die Waldgrenze gebunden ist, das ist für mich zum Beispiel jetzt wo ganz neu. Also, mhm. Im Winter braucht er das einfach, dass die Nahrung noch verfügbar ist. Ja. Ich glaube, also geschlossene Waldflächen ist nicht das Habitat vom Schneehaus. Er braucht Alben, er braucht eine vielfältige Landschaft, wie sie auch eine extensive Albenwirtschaft sicherlich bietet. Also die Offenflächen, nachher wieder
Klonräumig, Vegetationsinseln, grüne Erlen, Latschen, Zwergsträucher, aber auch wieder größere Kräuter, was er vor allem jetzt im Sommer den Herbst braucht. Weil da findet er ja die wertvollen Fettsäuren, dass er überhaupt noch so gut im Winter starten kann. Also ich glaube, er braucht die Vielfalt einfach. Aber im Wald, im dichten Wald, kommt er sicherlich nicht so vor in den Dichten. Sì, magari riceve, diciamo, può ricevere un vantaggio provvisorio, temporaneo, nel senso di del tempo di ricolonizzazione di pascoli alpini abbandonati. In queste fasi di ricolonizzazione, allora sì, potrebbe avere magari un vantaggio e tornare a un certo isolamento fra le zone di competenza. Poi sulle Alpi italiane, io adesso non sono aggiornato, ma non so se vengono anche addirittura liberate lepri pronta caccia. Davide, tu sai se è una pratica che si fa? No? È per fortuna. Ja, aber eigentlich denke ich, müsste man jetzt doch schon in die Richtung denken, dass es auch für den Schneehasen sozusagen solche Wild- oder solche Ruhezonen, weil ich glaube, er ist auch sehr anthropogen, auch durch Schiedung gehen, durch die ganzen Aktivitäten, die im Wald ablaufen, ja auch sehr gestört. Und dass man vielleicht solche Ruhe, wo man eben sieht, zum Beispiel jetzt da im Durmholz drin, wo der fast der geschlossene Wald oder halt Latschengürtel ist, wo da Feldhose nicht so leicht nach oben kommt, dass man solchen Gebieten eher als Ruhezonen einrichten könnte oder anzudenken für einen Schneehase. Was ist so etwas, wird so etwas schon einmal angedenkt, weil man eben sieht, es wird schwierig, die reine Population zu halten mit der Hybridisierung. Was ist so etwas schon einmal angedenkt und überhaupt eine Schonfrist für einen Schneehase oder was nicht, gibt es da schon so Programme oder so in die Richtung? Wenn ich etwas dazu sagen kann, also in der Richtung haben wir nicht gedacht, aber wenn wir die Studien angefangen haben, haben wir uns ein paar Gedanken gemacht, wo wir hingehen. Und für einige Gebiete haben wir halt aufgrund der Strecken, der höheren Schneehasenstrecken, gewusst, ja da könnte sein, dass hauptsächlich Schneehase vorkommt. Allerdings muss man sagen, die Hasenjagd in die Sanden hat ja an Bedeutung verloren. Es gibt ja viele Täler, da geht fast niemand mehr. Deswegen, wir wissen heute nicht so genau, wo überall gute Schneehasen vorkommen sein. Weil die Strecke allein das nicht aussagt. Die Saaren probieren es, weil die Saaren gehen halt noch viel auf die Hosen. Und in ein paar anderen Täler auch ein bisschen. Aber es ist, also gibt kaum gutes Gesamtbild. Es gibt von Haus aus eben eine geringe Hasenstrecke, so in Durchschnitt vielleicht für die letzten 5 Jahre so zwischen 200 und 300 Hasen landesweit. Und das sind 2 Hosen pro Jahr hier. Schneehasen, das ist relativ wenig. Also ich glaube, die Jagd macht da jetzt im Moment sicher nicht das Problem. Es ist die Probleme, die jetzt genannt worden sind. Wenn es irgendwo wirklich so Top-Gebiete sind wie Dornholz und man die wissen täte, freilich quasi Überlegung, überhaupt wenn vielleicht die Strecke insgesamt zeigen täte, okay, also Schneehasen werden selten oder so. Aber auch, dass man vielleicht selber vermeidet, so Schneisen. Ja. Wir wissen ja noch ganz wenig. Wir haben jetzt einmal 4 Gebiete ausgepickt. Und das ist alle eine Momentaufnahme und wir wissen eigentlich zu wenig, um da schon solche Schritte vorzunehmen. Wird das Monitoring weitergeführt oder macht man da jetzt weiter oder wird das noch weiter umgesetzt? Oder? Ja, wir wären ja glücklich gewesen, wenn das Ergebnis gewesen wäre. Ja. Also man kann die Spuren erkennen, was das Schneehasen ist und man kann so ein Monitoring machen. Leider stellt sich jetzt aus, man müsste wissen, dass es so ein Gebiet sein wie ein Durmholz. Man weiß, in diesem Fall täte eine solche Spurentaxation ja gut gelingen. Aber wir werden wahrscheinlich solche Gebiete wie in Kohm, die also wirklich leicht Schneehose haben. Meistens vermischen sich Feldhose und Schneehose. Deswegen ohne Genetik geht es nicht und die Genetik ist einfach sehr, sehr teuer. Okay.
Also im Moment sind wir da, wissen wir nicht, wie wir das etablieren könnten, zu vertretbaren Kosten und vertretbaren Personalaufwand. No, comunque a questo riguardo è stato anche interessante, adesso purtroppo non era stato riportato nella tabella, ma per l'area di Reinswald appunto si era registrato nei primi due anni più o meno un'equivalenza fra lepre comune e lepre bianca. Il terzo anno di indagine è stata effettuata, diciamo, l'area campione è stata percorsa a quote un po' più basse e con una maggior percentuale di aree di margine di bosco e di mughetta. E cosa è emerso? Che il rapporto fra lepre bianca e lepre variate, lepre comune e lepre bianca era non più di 1 a 1 ma di 1 a 7 a livello proprio di monitoraggio genetico. Questo ci ha aiutato anche a capire e dire magari se i transetti, se comunque il monitoraggio lo si fa anche estesamente, però lo si fa su aree campione che prendono in considerazione più le habitat ansprüche, le esigenze dell'habitat della lepre bianca in sé, anche su aree dove ci sono, dove c'è questa comune presenza, magari potrebbe essere che questi monitoraggi possano essere rappresentativi poi. E questo è emerso da qua. Poi oltre che in quest'area appunto dove c'era una forte presenza di feldhase, di lepre comune, si è visto anche che la introgressione, che l'ibridazione aveva un tasso piuttosto basso, quindi questo è stato interessante. Ja, wenn keine weiteren Fragen sind, dann möchte ich mich nochmal recht herzlich bei euch beiden bedanken. Also sehr interessant, wirklich. Also ich hoffe, dass es für den Schneehasen gut weitergeht und dass er uns noch lange erhalten bleibt. Und ja, grazie, Thomas. Und, ja. Ich möchte eigentlich nur noch auf das, also dieser Vortrag hat ja im Rahmen von der Plattform Biodiversität stattgefunden und der nächste Vortrag in diesem Rahmen findet am 11. November statt. Doch geht es auch wieder um alpine Arten, also diesmal um eine Heuschrecke, also Insekten. Und doch, wir bleiben immer in diesem Thema, also diese alpinen Arten, die sehr auf ihren Lebensraum beschränkt sind, kommen eben mit Klimaanwärmung an ihre Grenzen. Also es geht in dieser Reihe sozusagen weiter. Und ja, danke für das Zuhören und auch außerhalb vom Naturmuseum. Wir haben noch einen Tisch reservieren lassen im Weißen Rüssel. Wer mit uns mitgehen möchte, kann sich gerne anschließen, einfach zum Weißen Rüssel gehen. Und auch wenn jemand noch von zu Hause aus dazukommen möchte, lieben gerne. Wir treffen uns einfach danach noch im Weißen Rüssel. Danke. Danke.